We've been talking very intensively for the past 2 weeks on the divine healing. In den letzten 2 Wochen haben wir sehr intensiv über göttliche Heilung gesprochen. There's something very important that we come to realize. Es gibt etwas Wichtiges, was wir nun realisiert haben. That we are not relating with God from the basis of our having come to a place of sickness. Also wir gehen mit Gott nicht um, weil wir nun an dem Punkt angekommen sind, wo wir festgestellt haben, aha, ich bin durch Krankheit herausgefordert. In other words, God is not relating with us. Anders gesagt, Gott geht nicht mit uns um, because we have fallen. Weil wir abgefallen sind. So our relationship with God, also unsere Beziehung mit Gott, began before we even experienced a fall. Fing vorher an, bevor der Sündenfall eingetreten ist. So in other words, anders gesagt, we were found in Christ. In Christus wurden wir gefunden. Before we were lost in Adam. Nämlich bevor wir in Adam verloren gingen. And so we need to look at sickness or any other thing from that perspective. Und deshalb ist es wichtig, Krankheit oder alle anderen Dinge aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Now, if this is not our viewpoint, denn wenn das nicht unser Gesichtspunkt ist, we make sickness and any other, you know, affliction, we give it power. We give it power more than it's supposed to be. Dann sorgen wir dafür, dass Erkrankung oder Krankheit oder alle anderen Dinge, dass sie durch unsere Einstellung mächtig sind. In other words, anders gesagt, we are the healed. Wir sind die Geheilten. Because when we talked about Christ, denn wenn wir über Christus sprechen, we're not just talking about someone with power. Wir reden nicht über jemanden, der Kraft besitzt. No, it's a reference of every essence, every substance that man was created to be. Wenn wir über Christus sprechen, wir sprechen über jedes Wesen, wir sprechen über jede Substanz, also wozu der Mensch geschaffen ist. So Christ is healing. Also Christus ist Heilung. Christ is the healed. Christus ist die Geheilte, beziehungsweise der Geheilte. And from God's perspective, und von Gottes Gesichtspunkt, we were healed, wurden wir geheilt, our original being, nämlich unser Ursprungswesen, is wholeness, ist Ganzheit. Before we experience sickness. Bevor wir die Krankheit erlebt haben. And so what is God trying to do? Also was versucht Gott nun zu tun? God is not trying to heal us. Also Gott versucht uns nicht erst zu heilen. Listen to me very carefully. Also bitte hört mir ganz genau zu. God is trying to bring forth our original being. Gott versucht, unser Ursprungswesen hervorzubringen. Amen. Amen. God wants your real self to manifest. Gott möchte dein wirkliches Selbst sichtbar machen. Now look at the way he dealt with our sin. So, schaut euch mal an, wie er mit unseren Sünden umgegangen ist. When God confronted Adam, als Gott Adam begegnete, in his fall, nämlich in seinem Sündenfall, he did not repair him. Er hat Adam nicht justiert oder verbessert. He did not try to refurbish Adam. Er hat Adam, ich sag's in meinen Worten, er hat Adam nicht renoviert oder so. Amen. Amen. Very important. Das ist sehr wichtig. You see, that's why we struggle in healing. Und das ist der Grund, warum wir kämpfen und ringen, was Heilung angeht. Because we want to fix that which is bad. Denn wir möchten das reparieren, das in Ordnung bringen, was sowieso schlecht ist. God does not look at it that way. Also Gottes Sichtpunkt ist nicht so. Sickness, disease, sin are the same. Ja, Sünde, Erkrankung, Krankheit, Gebrechen, die sind alle
von einer Mutter. The way God dealt with sin, die Art und Weise, wie Gott mit der Sünde umgegangen ist, the same way he deals with sickness. Genauso geht er mit der Krankheit um. That's why he placed all of them under the package called salvation. Deswegen hat er all dies in der Verpackung namens Errettung gestellt. So what does he do? Also was tut er? With that which has gone the other way, with that which is wrong. Mit dem was falsch ist, mit dem was schief gegangen ist. He kills it. Er tötet sie einfach. Death. Der Tod. So that the real you will come forth. Damit das wirkliche Du hervorkommt. Many Christians, viele Christen, they want to feel healed in their bodies. Sie möchten in ihrem Körper sich geheilt fühlen, but they don't want to be another man. Doch sie möchten kein anderer Mensch sein. Amen. Amen. So their mind is still the same. Also ihre Gesinnung, ihre Gedankenwelt ist immer noch dieselbe. And they want a God external from them that will touch their body and make them whole. Und sie möchten einen Gott begegnen oder haben, am besten bestellen, ja, der äußerlich von ihnen ist, der sie nur körperlich berührt und alles soll wieder ganz sein. This is not how God works. Aber so wirkt Gott überhaupt nicht. That is why healing will always begin from within you. Und das ist der Grund, warum Heilung von deinem Innern immer beginnt. Begins to change the way you think. Ja, es fängt an, deine Denkweise zu ändern. John said, I wish above all things that you may prosper and be in good health. Even as your soul prospereth. 3. Johannes Kapitel 2, Vers 2, Entschuldigung, ist nur ein Kapitel, spricht so, nämlich, Geliebte, ich wünsche über alles, dass es dir wohlergeht und dass du gesund bist, entsprechend dem, wie es deiner Seele wohlergeht. Amen. Amen. So every time healing manifests, jede Zeit, wo sich Heilung manifestiert, the new creation has manifested. Die neue Schöpfung manifestiert sich. Amen. Amen. You are not the person that was sick. Du bist nicht mehr die Person, die krank war. Amen. Amen. That person is dead. Denn diese Person ist durch die Manifestation der Heilung tot. That is the reason when you are in the condition called sickness. Und das ist der Grund, wenn du unter dieser Bedingung namens Krankheit bist. That is not you. Das bist nicht du. Jesus Christ. Amen. That is not you. Das bist du gar nicht. If any man be in Christ. Jeder, der in Christus ist, is a new creation. Ist eine neue Schöpfung. All things have passed away. Das Alte ist vergangen. And behold, und siehe, all things have become new. Neues ist geworden. So in healing, also in der Heilung, what does God wants to do? What does he want to achieve? Was möchte Gott erzielen? Was ist Gottes Zweck dabei? He wants to bring into manifestation. Er möchte zur Erscheinung treten lassen, the new creation. Und zwar die neue Schöpfung. Halleluja. Halleluja. So the first thing, also die erste Sache, you refuse. Ja, die du weigerst, to be the sick. Nämlich du weigerst erstmal die Kranke oder der Kranke zu sein. Amen. Amen. You are not the sick. Du bist nicht der oder die Kranke. That man, that woman, that child that is sick from God's perspective is not the person that God created. That is not your true essence. So in other words, what does God do when he wants to redeem, when he wants to save? He become that which he wants to save. That is the mode, that is the method of God's salvation. So when he met you as a sick, what does he do? He become the sick. He associate himself with your condition, with your state, so that he will then engulf and completely take over you in order for him to appear to you as you. So today, when we look at Christ, we're not just looking at him as our blessing, we're looking at him as our
health. Amen. 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 Everything that is in him is that which is also in us. Amen. So, but first, we must denounce to associate ourselves with the sick. Amen. Es ist wichtig hierbei zu sehen, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, was durch Krankheit geht, das ist nicht die wirkliche Person, also das Erlebnis der Krankheit oder die Erfahrung der Krankheit ist nicht die wirkliche Person. Denn warum? Wie ist er umgegangen, also mit der Sünde, damit er die Sünde zerstört? Er ist Sünder geworden. Wie geht Gott mit Krankheiten um? Er ist Krankheit geworden. Das heißt, er kommt zu dem Zustand, er kommt zur Lage der Person und vereint sich mit dieser Person in seiner Lage, nimmt die Krankheit auf und zerstört es. Damit, wenn letztendlich er hervorkommt, kommt er hervor und zwar als der Geheilte, damit die Person sieht, der Gott, mit dem ich jetzt umgehe in Christus, stellt sich als Heilung dar. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn Gott kommt, zuerst ist so wichtig, dass der Mensch sich von seiner Erfahrung der Krankheit, sein Erlebnis oder die Lage der Schwierigkeit sich trennt. Denn warum? Die Lage ist nicht die Person. Christus ist die Person. Jesus Christ. Jesus Christus. Is our life. Er ist unser Leben. He's everything. Er ist alles. That concerns us. Was uns angeht. And so today we call to embrace him. Und deshalb sind wir heute berufen, ihn aufzunehmen. That we may see in him everything that we are. Damit wir in ihm schauen, alles was wir sind. Ephesians 5. Epheserbrief 5, bitte aufschlagen. The verse number 14. Wir lesen Vers 14. Paul says, wherefore he said, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Amen. Amen. It says, awake, thou that sleepest. Wach auf, der du schläfst, heißt es. And arise from the dead. Und stehe auf von den Toten. Now, it's important for us to understand when the Bible calls man the dead. Also es ist wichtig zu begreifen, wenn die Bibel Bezug auf den Menschen und zwar mit dem Begriff Tod macht. It's not a reference to your physical body living, you know, your spirit living your physical body. Also hier ist kein Bezug auf das Ableben gemeint. Okay. Amen. So the dead from God's perspective is people or are someone who is not conscious of the truth. Also Tote, hier ist gemeint Menschen, die sich nicht bewusst machen und zwar die Wahrheit. When you are not conscious of the truth, wenn du dir die Wahrheit nicht bewusst machst, you're dead. Dann bist du tot. Paul says that awake from sleep. Wach auf, sagte Paulus, und zwar aus dem Schlaf. And arise from the dead. Und steh auf von den Toten. Wake up from being unconscious of the truth. Wach auf, und zwar von dem Unbewusstsein der Wahrheit. Because the knowledge of the truth, denn die Erkenntnis der Wahrheit, is that which makes us free. Ist genau das, was uns frei macht. And the truth is who God sees us. Und die Wahrheit ist Gottes Gesichtspunkt über uns. Amen. Amen. So we are called to arise. Nun sind wir from that state of unconsciousness vis-à-vis the truth. Nun sind wir berufen, aufzustehen, und zwar aus diesem Zustand des Unbewusstseins heraus, was die Wahrheit angeht. And Christ shall give thee light. Und Christus leuchtet uns auf. Halleluja. Amen. I love the German version. Also ich liebe die deutsche Version. You know, because when you look at it from the English version, it says Christ shall give thee light.
Und hier heißt es aus dem Englischen, Christus wird dir aufleuchten. As if Christ has something to give. Als würde Christus also eine Laterne tragen und sagen, sag mal, du lebst ja in der Dunkelheit, hier, bitte. Amen. Amen. The way God gives, Gottes Art und Weise zu schenken, he becomes that which he wants to give. Nämlich er wird das, was er schenken möchte. God hasn't got something that he gives apart from himself. Also Gott hat nichts außer sich, was er schenken tut. In other words, Christ is our light. Das bedeutet, Christus ist unser Licht. Christ is our consciousness. Christus ist unser Bewusstsein. Christ is our reality. Christus ist unsere Realität. Now the reason for light is for manifestation. Der Grund für das Licht ist für die Manifestation. Because light has substance. Denn warum? Licht hat Substanz. So darkness is just the absence of light. Also Finsternis, Dunkelheit ist nur der Mangel, die Abwesenheit vom Licht. And so Christ is our light. Also Christus ist unser Licht. So Christ is our reality. Also Christus ist unsere Wirklichkeit. And so how is his health? Wie ist die Gesundheit, wie ist der Gesundheitszustand von Christus? If Christ is our reality. Wenn Christus unsere Realität ist. In terms of health. Ja, was Gesundheit angeht, ist perfekt, ist vollkommen, ist whole, er ist ganz. Glory be to God. Ehre sei Gott. So now you realize that God doesn't really give something to man, but God has become man. So man needs to wake up from that unconsciousness, thinking that he is separate from God, thinking that he is an error. Because if you accept your predicament, you accept your disease and sickness, you appropriate it and join it to the sense of yourself, then you are making God a liar by refusing to be who he says you are. In other words, you're living from a position of separation from the one in whom you cannot be separated from. So the first thing, when we are seeking to be whole, when we are seeking to have our wholeness, we must understand that God is not condemning us. We must understand that God is not punishing us. We must understand that sickness does not come from God. That every state in which we find ourselves, it may not be our cause, but it may be the environment in which we have lived in. Man has lived in this world for many years, and what we have been educated with is that sickness has a substance. Sickness has power. And because of that, we have also come under that plague. But today, as you understand that there is only Christ, there is only one power, there is only one substance, there is only one presence. When you put your consciousness into this truth, you will realize that everything that has to do with sickness in your body will begin to disintegrate. Amen. Amen. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass so wie Gott uns erschaffen hat, beziehungsweise so wie Gott selber ist, er ist die Vollkommenheit, er ist die Ganzheit. Aber was ist mit dem Menschen geschehen? Von hinten angefangen, der Mensch ist schon gebildet, geschult darin, zu denken und anzunehmen, die Krankheit wäre kraftvoll. Die Krankheit wäre eine Wirklichkeit. Die Krankheit ist eine Person für sich. Also sprich, wenn man durch Krankheit geht, dann ist man halt krank. Nein, der Punkt ist folgende. Dass Gott möchte, dass wir die Gesinnung Christi gewinnen. Zuerst, dass wir uns von der Krankheit trennen. Was auch immer man durchmacht, es ist nur ein Erlebnis, aber das ist nicht die Person selber. Man trennt sich von dieser Sache. Denn warum? Damit man das Bewusstsein Christi, das Bewusstsein, was Gott durch Christus uns schenkt, wirklich aufnehmen tut. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass so wie wir, und zwar mit Erkenntnis, rangehen und sagen, so wie Gott ist, so bin ich. Was geschieht denn mit uns? Dann trennt man sich von der Krankheit, man trennt sich von allem, was der Mensch gebunden hat, bis hierhin. Und dann ist man in der Lage, auch all diese Dinge zu überwinden. And so we shouldn't look at ourselves from a state of condemnation. Und deshalb ist es wichtig für uns auch zu schauen, dass so wie der Mensch nur selbst beim
durchmachen, ist es wichtig, dass man sich selbst nicht verdammt, dass man sich selbst nicht verurteilt oder sich selbst guckt und sagt, oh, ich bin so Gott. Because the real you, denn dein wirkliches Du, is what the Bible refers to as the new creation, ist das, worauf die Bibel Bezug nimmt als die neue Schöpfung. And that is what God wants to manifest. Aber genau das möchte Gott manifestieren. And so why should you condemn yourself in a state of error? Also, warum solltest du dich verdammen in einem Zustand, und zwar des Fehlers? Denn warum? Gott möchte, dass wir aus dem Zustand des Fehlers wach werden. Dass wir rauskommen aus diesem Zustand. Denn warum? Das ist der Grund, warum Licht da ist. Licht manifestiert, damit wir sehen, aha, guck mal, wer ich wirklich bin. Das, was ich über mich bis hierhin angenommen hat, das ist falsch. It's not because you've eaten certain things. Also, nochmal, also besonders für Menschen, die so gerne auf Ernährung achten. Es geht dabei nicht um das, was du gegessen oder nicht gegessen hast. So don't put yourself under any stress. Und von daher, stresse dich nicht aufgrund deiner Ernährung. It's good to eat healthy. Ja, es ist gut, sich gesund zu ernähren. But the origin of sickness and disease, doch der Ursprung der Erkrankung und Krankheiten is error. Ist Fehler. As I said last week, is the carnal mind. Wie ich letzte Woche erwähnt habe, es ist die fleischliche Gesinnung. What is the carnal mind? Und was heißt das? The carnal mind is the mind that works from the perspective of opposite forces. It talks about the force of good and evil, and more importantly, if you make a survey with people in this world, you will realize that many instead, you know, navigate towards the evil path, you know, the sight of the bad more than the good. So in living under this guise of good and evil, we always find ourselves under the dominion of the forces of evil. Und die fleischliche Gesinnung stellt sich so auf, und zwar bei den Kräften von Gut und Böse. Und wenn man so eine Erhebung machen würde, so eine Statistik unter den Menschen, ja, viele Menschen tendieren lieber zum Bösen als zum Guten. Ja, warum ist es so? Weil unter der fleischlichen Gesinnung, ja, ist man nicht in der Lage, nämlich Leben zu erblicken, und zwar dauerhaft. Amen. Amen. Now listen to me. Bitte hört mir zu. You know, and the mistake that many Christians, you know, do is this. Folgende Fehler machen viele Christen. We recognize two powers. Wir erkennen zwei Kräfte an. And then we want to use a higher power, which we call God. We put God, the higher power, to subdue the lesser power. And now this is a very big problem. It is still duality. It is still carnality. We are now saying that God is a power which is above another power. But this is not what the Bible tells us. The Bible tells us that God is almighty. The Bible tells us God is omnipotent. The Bible refers to us that there, without God, there is no other power. Now, why do we then attribute power to something else rather than God? And that is where we have all our problems. So now we look at disease as a power, and so we're trying to bring healing to subdue disease, and so it doesn't work because we are not recognizing oneness. The scripture, the gospel, is the message of oneness. There is only one God, there is only one Lord, there is only one power. Without him, beside him, there is no other. So what does God wants us to do? He wants us to experience himself. But when you see yourself from two opposite forces, how can you then experience God? So you want to use God to subdue the other power. God cannot be used. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dieser Fehler, was viele Christen machen, ist erstmal zwei entgegengesetzte Kräfte anzuerkennen.
Ja, eine Kraft ist Krankheit, die andere Kraft ist Gott. So, und was möchte man gerne tun? Man möchte Gott etwas höher stellen als die Krankheit, damit Gott die Krankheit besiegt. Und alleine die Anerkennung ist der Joker dabei. Solange der Mensch zwei Kräfte anerkennt, ja, dann hat man einen Kurzschluss. Das funktioniert nicht. Ja, und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, Gott möchte aus der Schrift uns zeigen, und zwar durch das Evangelium, nämlich, dass es nur Einheit gibt. Es gibt keine Dualität oder Zweisamkeit. Es gibt keine Kraft Krankheit und Kraft Gott. Nee, es gibt nur Gott. Und neben ihm gibt es nichts anderes. Wenn der Mensch anfängt, das wahrzunehmen für sich und anfängt, auf diese Schiene zu denken, dann ist man in der Lage, was auch immer an Herausforderungen man geht, zu überwinden. Doch solange zwei Kräfte anerkannt wird und man versucht, eine Kraft zu erheben, um die andere Kraft zu überwinden, Gott lässt sich nicht benutzen. Gott ist kein Auto, er lässt sich nicht fahren. That's why faith is acknowledgement. Und das ist der Grund, warum Glauben Anerkennung ist. You acknowledge God. Du erkennst Gott und Gott allein an. Faith is rest. Glaube ist Ruhe. You rest in who God says you are. Nämlich du ruhst dich aus in Gottes Aussage über dich. Glory be to God. Ehre sei Gott. Beside him there is no other. Neben Gott gibt es keinen anderen. Jesus Christ came. Jesus Christus kam. To correct our misconception of God and the world in which we live in. Nämlich um unser fehlerhaftes Denken, unser falsches Konzeption über Gott zu berichtigen, und zwar auf dieser Welt, in der wir leben. And that's why he went to the cross. Und das ist der Grund, warum er gekreuzigt wurde. Amen. Amen. So that we will understand that after the cross, damit wir begreifen, nach dem Kreuz, there's only one power, gibt es nur eine Kraft. There's only beauty, es gibt nur Schönheit. There's only love, es gibt nur Liebe. And that we are called to walk in this truth. Und wir sind berufen, in dieser Wahrheit zu wandeln. So wie Pastor vorhin gesagt hat, es gibt nur einen Herr, es gibt nur einen Gott, nur einen Geist, und er sorgt dafür, dass nur Gutes in Christus gibt. When God created the world, als Gott die Welt erschuf. Now look at Genesis 1, the verse 1. Schaut euch mal 1. Buch Mose 1, Vers 1. In the beginning God. Im Anfang schuf Gott. Created the heavens and the earth. Ja, der Himmel und die Erde. Now, many people, when you read it, you think, oh, God created the heaven great and then he created the earth lesser. Ja, also viele lesen das so manchmal so literarisch. Ja? Gott schuf den Himmel wunderschön und die Erde hat er noch hingeklatscht. Please listen. Bitte hör zu. The heavens and the earth, die Himmel und die Erde, came out of God. Sie kamen aus Gott hervor. They had the same value. Sie haben denselben Wert. No difference. Kein Unterschied. Oh, some of you are shocked. Ja, manche sind erschrocken davon. There is no difference. Es gibt keinen Unterschied hierbei. Between heaven and earth. Zwischen Himmel und Erde. Come on. That is why when Jesus came and they asked Jesus, please help us to pray. Jesus says, pray in this manner. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. From Amen. Jesus' perspective, the will on earth and in heaven are the same. Amen. There is no difference. He now confronted Nicodemus in John 3, the verse number 13. He says, no man has ascended unto heaven, Amen. But the Son of Man who came from heaven, who is in heaven. So he was on earth, but at the same time he is in heaven. Amen. So you and I today who are in Christ, what does Paul tell us? We are seated with Christ in heavenly places. Amen. Where are you? Where is your body? Your body is here, but you are in heaven. Amen. So heaven and earth is not a different entity. Amen. Und dementsprechend, als man Jesus gefragt hat, Herr, lehre uns beten, also Vater unser, gelobt sei dein Name, ja, dein Wille geschehe, und zwar
im Erden, so wie im Himmel. Das heißt, für Jesus ist Himmel und Erde ein und dasselbe. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass als Nikodemus Jesus begegnete in Johannes 3, 13, was ist denn passiert? Jesus hat ihm erzählt, dass niemand, kein Mensch ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern es ist nur derjenige, der im Schoße des Vaters ist, der ist gekommen, um dem Vater zu zeigen, der auch im Himmel ist. Das bedeutet, sein Körper war auf Erden und er war gleichzeitig im Himmel. Paulus gab uns diese wunderbare Erklärung, diese Aufzeige, nämlich in Christus sitzen wir und zwar in himmlischen Örtern. Das heißt, dein Körper ist hier auf Erden und gleichzeitig bist du im Himmel. Das sind so die Wahrheiten, die wir über uns nicht nur, ich sag mal so, informiert sein soll, sondern wirklich wahrnehmen, verinnerlichen soll. Amen. Amen. Listen to me. Bitte hört mir zu. It is our belief. Es ist unser Glaube. It is what we believe, man believes. Es ist genau das, was der Mensch glaubt. That determines the place in which he is. Und zwar das entscheidet, in welchem Umfeld lebt dieser Mensch. Heaven or earth. Himmel oder Erde. That is why when the belief of Adam was in error, he was driven out of Eden. Und das ist der Grund, warum, als Adam in seinem Glauben fehlerhaft war, wurde er aus Eden rausgetrieben. He was driven out. Er wurde rausgetrieben. Paul tells us, Paulus berichtet in uns, Romans 5, the verse 12, dass in Römer 5, Vers 12, it says, by the sin of one, nämlich durch die Sünde des einen, death entered into the world. Der Tod ist in die Welt hineingekommen. So, before that, also davor, how was the world? Wie war die Welt? No problem. Keine Probleme. So who changed the world? Also wer hat die Welt im Negativen verändert? It was Adam's belief. Es war doch Adams Glaube, oder? The world itself is okay. There's no problem. Also die Welt selber ist in Ordnung. Da gibt es keine Probleme. I can feel God. Ich kann Gott fühlen. Though God is everywhere, obwohl Gott überall ist, someone else may not feel him. Und jemand anders fühlt Gott gar nicht. And he will tell you that God hat mich verlassen. Ja? Und die Person wird dir sagen, God left me. How? Ja, wie soll das geschehen? His belief. Warum? Der Glaube dieser Person. So you can be in heaven. Also du kannst im Himmel sein, by being here. Indem du hier bist. Man has been redeemed. Der Mensch wurde erlöst. In the fact that God destroyed the man of error. Nämlich, dass Gott den irrtümlichen Menschen zerstört hat. That man is rejected. Ja, dieser Mensch wurde abgelehnt. And the true man. Und der wirkliche Mensch. Christ. Christus. The new creation. Die neue Schöpfung. You and I today, du und ich heute, that have put our belief in him, die an ihm geglaubt haben, we live in another world. Wir leben in einer anderen Welt. So if we want to come out of our problems, also wenn wir aus den Problemen rauskommen möchten, we only need to enter into another world. Wir brauchen nur in eine andere Welt hineinzuschreiten. Where there is no tears, where there is no sickness, where there is no pain. Wo es keine Tränen gibt, wo es keine Krankheiten gibt, wo es keine Schmerzen gibt. Amen. Amen. That's what Jesus told Nicodemus. Aber genau das hat Jesus Nikodemus erzählt. Unless a man is born again. Es sei denn, ein Mensch von neuem geboren ist. I know. I'm not talking about the day you came in front and said, Jesus, come into my life. This is the shallow understanding of being born again. Come on. Born again, we're talking about you being born of the Spirit. When you receive the revelation of the Spirit of who you are, that moment you are transcended from limitation. You are transcended from the earth realm and you wake up in another reality. Amen. And so what does Jesus said to Nicodemus? He says, unless a man is born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So there is a kingdom
kingdom of God that God wants each and every one of us to enter into. Amen. And that place, there is no sickness. Amen. There is no pain. There is Amen. No trouble. There is nothing that afflicts man. And when you get there and you are conscious of that place, though you are here, but you are not of this world. Amen. Hallelujah. Also, es ist wichtig auch zu begreifen, dass wenn wir von neuem Geboren sprechen, wir reden nicht von diesem niedrigen Verständnis. Sprich, dass man an dem Tag, an jenem Tag, wo man nach vorne gekommen ist, sagt, Jesus, ich nehme dich an als mein Herr und Retter. Das war ein guter Anfang. Doch neugeboren bedeutet, dass man die Offenbarung des Geistes bekommt. Nämlich, dass man nicht mehr in derselben Welt ist, unter demselben Zustand. Durch diese Geburt des Geistes ist man übersetzt. Ja, man ist bewegt. Und zwar von dort, wo man war, zu dort, wo Gott ist. Und wenn man nun in dieser Wirklichkeit, in dieser Gedankenwelt lebt, dass ich und Gott, wir leben in derselben Welt, dann verschwindet dieses Gefühl, dass ich bin krank, ich bin arm, ich kann das nicht, mir reicht es nicht und. Denn warum? Man lebt und zwar aus der Realität von Gottes Welt, obwohl man hier auf Erden ist. Das heißt, man wandert auf Erden und zwar als Gott selbst. Glory be to Ehre sei Gott. We are in the kingdom of God. Wir sind in Gottes Reich. Where there is only God. Wo es nur Gott gibt. Und so wie Pastor vorhin gesagt hat, in diesem Reich Gottes gibt es keine Krankheiten, kein Leiden, kein Schmerzen, kein Wehwehchen und so weiter und so fort. Are we in the kingdom of God? Sind wir im Reich Gottes? Are we in the kingdom of God? Sind wir in Gottes Reich? In his kingdom. In seinem Reich. He's king. Er ist König. There's nothing else there. Ja, da herrscht nichts sonst. We need to come out of this dualistic perspective of life. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aus diesem zweisamen Gesichtspunkt vom Leben rauskommen. Because if we walk with that dualistic mind, we will always expect something evil. Even though you know that, oh no, I'm with God. You know, God is stronger than evil. But somehow you're still expecting that evil may meet you off guard. You know, it may come to you when you are not really praying more. It may come to you when you're not reading your Bible too much. You know, there may be time in which you've off guard and you've done something which is wrong. And for you, you think that the enemy will have an upper hand. But when you live even in the kingdom of God, when you are kingdom of God conscious, when you are God conscious, when you realize that there is only one power, there is only one presence, you enter into rest, into tranquility, into a place of relaxation, and you allow God to be God, because God doesn't need you and I to help him to rule his world and to rule your personal world. God wants to do it by his own terms, under his own power. And so we need only to be still. Amen. And know that he is God. Amen. Es ist wichtig für uns zu sehen, es ist, wenn wir in zweisamen Gedanken, in zweisamen Leben sind, was geschieht mit uns? Wir sind nicht in der Lage, Gott als alleinige Kraft, als allmächtig, allgegenwärtig und allwissend anzuerkennen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da rauskommen müssen. Und zwar, wir begeben uns da hinein, wo wir nur Gott und Gott allein anerkennen. Und was geschieht denn mit uns? Wir sind in der Lage, denn aus allen Sachen rauszukommen. Denn Gott braucht unsere Hilfe nicht, nämlich dass wir ihn dabei, sage ich mal, wir halten für ihn den Pfeil und Bogen oder die Kugel, damit er irgendwas überwindet. Nein. Er hat schon in Christus überwindet. Er möchte durch uns diese Überwindung manifestieren. Das heißt, wenn wir unserer Denkweise, wenn wir unser Gefühlswelt, unser Gedankenwelt auf Christus positionieren, was geschieht, dann kann Gott durch uns herrschen. Und alles, was scheinbar Probleme sind und Dinge, durch uns überwindet er diese. Das heißt, wir erleben, wie diese Dinge ein nach dem anderen wegfallen, und zwar ohne unser zu tun. Warum nicht?
weil wir uns in ihm in die Ruhe begeben. Wir begeben uns in diesem Punkt, wo es geht um das, was er schon getan hat, was aber durch uns sichtbar sein soll. Also, was tun wir? In ihm kommen wir in die Ruhe, damit er durch uns wirkt. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, healing, Heilung, functions through beholding. Und zwar wirkt oder zeigt sich, und zwar durch Betrachtung. When you behold God, wenn du Gott betrachtest, when you focus on him, wenn du dich auf Gott fokussierst, when he becomes your reality, wenn er deine Realität wird, healing is established. Dann ist Heilung vorhanden. Because the new man comes into view. Denn warum? Durch den Fokus auf Gott ist der neue Mensch nun sichtbar. The psalmist said in Psalms 107, verse 20. In Psalm 107, Vers 20. He sent his word. Er sandte sein Wort. And healed them. Und er machte sie gesund. Now the word healed. Und das Wort gesund machen oder Heilung is the Hebrew word rapha. Und das ist das hebräische Wort rapha. The word rapha means to be still. Ja, dieser Begriff rapha heißt still zu sein. He sent his word. Er sandte sein Wort. And caused you to be still. Und er bewirkte durch sein Wort, dass du still bist. Because every activity of man is found in his mind. Denn die Aktivitäten des Menschen, jegliche, befindet sich in der Gesinnung des Menschen. And so how does God heals? Also wie heilt Gott? It causes you to be still. Er bewirkt, dass du still bist. If God can succeed to make you to be still, und wenn Gott erfolgreich ist und sorgt dafür, dass du still bist, he then manifest. Was geschieht? Dann manifestiert er sich. Because he sent his word. Denn warum? Er sandte sein Wort. So that you may see yourself. Damit du dich selbst siehst. That you may see his solution. Damit du seine Lösungen siehst. In his word. In seinem Wort. And so when you truly see, also wenn du wirklich betrachtest, it causes you to be still. Das bewirkt, dass du still bist in deiner Gesinnung. Because your fears, denn warum? Die ganzen Ängste, your anxieties, die ganzen Bedenken und Aufregung, your worries, die ganzen Sorgen, leaves you. Ja, die verlassen dich. Because you see hope. Denn warum? Hoffnung ist in der Betrachtung. You see Christ. Man sieht Christus. So when the word that is sent, wenn das gesandte Wort is revealed to us, uns gezeigt wird, we come into a place of stillness. Dann kommen wir zu diesem Punkt der Stille, where we are not concerned, also wo wir nicht mehr bekümmert sind, where we don't give all our attention, wo wir nicht alle unsere Aufmerksamkeit auf etwas Negativem packen, of that which has always defines us, was uns bisherhin immer definiert hat, because we see our true self. Denn warum? Wir sehen in der Betrachtung Christi unser wirkliches Selbst. We are full of joy. Also wir sind voller Freude. And so that's why he says that be still and know that I am God. In Psalm 46:10, deswegen heißt es: Seid still und erkenne, dass ich Gott bin. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. God is for us. Gott ist für uns. Not against us. Und nicht gegen uns. Amen. Amen. He can never leave us. Er kann uns niemals verlassen. And he can never forsake us. Und er kann uns niemals vernachlässigen. So when we know these things, wenn wir diese Dinge erkennen, we walk in the assurance, dann wandeln wir in der Gewissheit of what he says we are, dessen, was er über uns ausgesagt and hat. This assurance, und diese Gewissheit is the things which are not seen, sind, also diese Gewissheit ist die Dinge, die unsichtbar sind für die bloßen Augen. The things of Christ, die Dinge Christi, are not seen with our eyes. Sie werden nicht von bloßen Augen erfasst. They are known, sondern sie werden erkannt. So that's why we become aware of it. Und deswegen machen wir uns deren bewusst. And so when we are aware, und wenn uns bewusst ist, it becomes manifest. Was geschieht, dann werden diese Dinge durch unser Bewusstsein sichtbar. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Halleluja.